Heute zeige ich dir die Fundorte aller 5 Pangea-Figuren, die du im DLC Burning Shores zu Horizon Forbidden West finden musst, um dann anschließend auch noch ein ganz besonderes Quiz stattfinden zu lassen. Und durch dieses Quiz kannst du dir zusätzlich nämlich noch eine Trophy verdienen, die da heißt Dinos in Zahlen Quiz. Ja, wir sind jetzt hier an der ersten Location angekommen auf der Map und wir machen es generell so. Ich zeige dir natürlich immer erstmal den Spot auf der Karte und anschließend dann, wie du an die jeweilige Figur kommst. Und die Reihenfolge, wie das Ganze hier im Video stattfindet, die ist so gewählt, wie die Reihenfolge auch im Handbuch in den Sammelobjekten aufgelistet ist. Das bedeutet, wenn dir zum Beispiel die Pangea-Figur Nummer 3 noch fehlen sollte, dann skip einfach hier unten über die Timelinks, über die Timebar an die Stelle im Video und du kannst dann dort dir noch das letzte fehlende Pangea Figürchen abholen. So, jetzt haben wir hier oben den Code am Dach gefunden. Das ist halt wichtig, um hier unten tatsächlich reinzukommen. Und das ist so eine kleine Besonderheit, denn ausnahmsweise gibt es mal kein Logfile oder nichts, was du irgendwie scannen musst, um dann wirklich die Datei zu bekommen. Und hier da links, da siehst du auch schon, da findest du die Figur. Die nimmst du einfach nur mit und dann hast du schon 1 von 5 erledigt. Die ganzen Sachen kannst du dir natürlich auch immer nochmal aufrufen und das solltest du auch tun, denn in dieser Beschreibung befindet sich dann auch die Lösung später fürs Quiz. Hier sind wir jetzt am zweiten Spot angekommen und hier müssen wir erstmal etwas scannen, um dann herauszufinden, dass die Pangea-Figur in einer Tiefgarage liegen soll. Und hier siehst du das Ganze auch nochmal, hier wird das Ganze so erwähnt. Aloy erzählt dann auch ein bisschen was noch und ja, jetzt musst du einfach nur hier dem Weg so weit folgen, wie ich ihn dir zeige. Und dann kommst du auch gleich in so einer unterirdischen Tiefgarage an. Beziehungsweise ein Teil davon ist hier sogar schon freigelegt über die ja, mehrere hundert Jahre, die das Ganze jetzt hier verwittert. Und ja, hier drin angekommen, kannst du dich natürlich auch immer nochmal umschauen, ob hier vielleicht noch ein bisschen Brimglanz irgendwo rumliegt. Ich meine, hier in der Tiefgarage, da war auch noch was. Wollte das jetzt, glaube ich, hier sogar gerade noch ja, irgendwie aufsuchen, aber habe es dann auch nicht direkt gefunden. Deshalb war ich jetzt hier ein bisschen wirr hin und her gelaufen. Sonst hätte ich dir das an der Stelle nochmal gezeigt, aber ich meine, hier gibt es auch nochmal Brimglanz. Und genau, hier hinten, da ist dann das Loch in der Zwischendecke. Da musst du nochmal nach unten springen. Und dann gibt es hier ein Autowrack. Und damit wollten scheinbar die Diebe diese Figur entfernen, haben es aber nicht ganz geschafft. Beziehungsweise dann kam halt einfach der Weltuntergang dazwischen. Ja, und hier an der Stelle bekommst du dann auch die zweite Pangea-Figur. Dann musst du dich als nächstes hier hinten für die Figur Nummer 3 an diesen Spot begeben. Hier gibt es eine Ruine, auch wieder mehrere Ruinen. Und um jetzt hier einen Zugang zu bekommen, musst du allerdings erstmal ein bisschen was hier freisprengen. Am besten gehst du hier wirklich auch mit einem Flugmount hin, dann musst du nicht irgendwie mühselig dahin schwimmen. Und dann schießt du das Ganze hier ab. Es gibt die Explosion. Und anschließend ist hier so ein Loch im Zwischenboden oder in der Decke freigelegt worden. Du kommst hier nach unten. Und jetzt musst du nur ein Stück tauchen, denn hier unten gibt es einen Datenpfeil, der dich jetzt erstmal auf den Hinweis bringt, wo sich tatsächlich die dritte Figur befinden kann. Du kannst das Ganze dann hier lesen. Wie gesagt, es gibt dir dann den Hinweis, dass das Ganze irgendwo hier oben an dem Punkt, den ich dir jetzt gerade zeige, sich befinden muss. Und hier gibt es dann auch wieder ja, ein Haus und dort musst du mit dem Flugmount auf jeden Fall dieses Teil hier öffnen. Ansonsten geht das Ganze nicht. Also wie gesagt, du brauchst auf jeden Fall einen Flugmount dazu. Und dann kannst du hier reinspringen und da drin befindet sich dann auch schon das dritte Sammelobjekt, die dritte Pangea-Figur. Herzlichen Glückwunsch. Und auch hier, wie gesagt, in den Beschreibungen sind dann auch immer die Lösungen für das Quiz noch drin. Als nächstes begeben wir uns hier an den Punkt auf der Map. Und da gehen wir hier einfach von diesem Schnellreisepunkt, von dem Lagerfeuer aus, jetzt hier nach oben. Auch hier gibt es wieder so ein Geschäft und da kannst du dort vor nochmal so einen Überriss von so einer Maschine scannen und dann wirst du nämlich dort von Aloy auch gesagt bekommen, wie das Ganze weitergeht. Und hier hinten siehst du auch schon, da gibt es jetzt hier Punkte, da kannst du mit dem Greifhaken nämlich gleich was freilegen und das musst du auch machen, aber du musst, wie gesagt, zuvor erst hier die Maschine gescannt haben, damit Aloy wirklich so im Detail darauf eingeht. Ich meine, ansonsten gibt sich das Ganze nicht frei, so wie jetzt. Du siehst, sie hat hier die Umgebung gescannt. Den rechts den Punkt, den brauchst du jetzt gar nicht weiter scannen, das musst du nicht beachten. Geh einfach hin und ja, befreie hier im Prinzip
diese Lücke von dem Geröll, sodass du auch wirklich hier rein kannst. Und da hinten siehst du dann auch schon natürlich, da gibt es etwas für uns zu scannen. Und das ist ein Behälter von einem Panzerwächter. Und damit kommt jetzt Aloy auf die Spur, dass scheinbar die Panzerwächter in irgendeiner Form ja die nächste Pangea-Figur weggetragen haben müssen. Und das bedeutet, als nächstes musst du einfach das Gebiet hier noch scannen. Siehst dann, es gibt eine Spur. Der Spur folgen wir jetzt einfach nur. Und dann kommen wir auch gleich zu den Maschinen, die natürlich dann die Figur auch bei sich haben. Du siehst, so hältst du, wirst du natürlich so ein bisschen am, ja, am Laufen gehalten, was so diese Rätsel betreffen. Ist auch ganz cool gemacht, muss ich echt sagen. Und hat eine gewisse Abwechslung nochmal geboten. Nicht einfach nur, geh da hin und finde das, sondern wirklich hier so ein bisschen das Ganze mit kleinen Rätseln gemacht. Ja, die Maschinen hier, die beseitigst du einfach alle. Und sobald das Ganze rum ist, kannst du hier, wie gesagt, weiter der Spur folgen. Und du kommst dann automatisch hier zu diesen Behältern von den Panzerwächtern. Und hier kannst du dann auch hier die vierte Figur abholen. Auch hier, wie gesagt, wieder die Beschreibung. Immer mal reinschauen. Und als nächstes kommen wir dann zur Figur Nummer 5. Und die befindet sich im Pangea Park. Und da hast du jetzt hier die Möglichkeit, hier an diesem Shop auch wieder, ja, dir das Ganze zu holen. Aber das geht nicht auf direktem Weg. Wir müssen außen rum. Dann gibt es hier hinten links gleich, da oben siehst du es schon, da gibt es eine Luke und die müssen wir erstmal öffnen, können dann anschließend auch hier wieder reinspringen und wenn wir da drin angekommen sind, müssen wir einfach nur diesem Schacht weiter folgen und ganz da hinten fallen wir dann runter auch nochmal, hier hinten, genau, da müssen wir weiter geradeaus und dann kommen wir in diesen Shop hinein und in dem Shop selber, da hast du dann auch direkt den Zugang zur Figur. Da siehst du sie auch schon, da hinten steht sie. Und wenn du die dann eingesammelt hast, dann geht es auch direkt zum Quiz. Die Mission, die aktualisiert sich dann ganz automatisch, der musst du einfach nur folgen. Und an der Stelle lasse ich dich jetzt gleich allein, denn da gibt es noch ein paar Audio-Files. Du musst dann einfach nur die Codes an den Terminals so eingeben, wie ich dir das hier gleich zeige. Aber wie gesagt, du bekommst da halt noch ein bisschen was an der Story erzählt und da will ich jetzt auch nicht dazwischenfaseln. In diesem Sinne, hab viel Spaß jetzt noch und hau rein und mach's gut. Willkommen bei Dinos in Zahlen. Das Spiel, in dem ihr euer Pangea-Wissen unter Beweis stellen könnt. Ich bin euer Gastgeber, Craig T. Young. In den Terminals haben wir 5 Fragen für echte Superfans vorbereitet. Bereit? Dann mal los! Im ersten Pangea-Teil ist an Janes erstem Tag bei Borg-Tech ihre ID-Nummer zu sehen. Wie lautet sie? Ich glaube, das könnte mit den Figuren zu tun haben, die ich gefunden habe. Ding, ding, ding! Richtig! Ein Dinosaurier-Hologramm ist erschienen. Was passiert, wenn ich alle 5 habe? Hier ist Dinos in Zahlen. Die nächste Frage ist, wie lautete der Portalcode, um Pangea im ursprünglichen Pangea-Holo zu erreichen? Das ist richtig! Jane wäre stolz. Ein weiteres Hologramm für die Statue. Willkommen zurück bei Dinos in Zahlen. Und die nächste Frage ist, wie viele Portale wurden während des Portal-Pandemoniums aufgesprengt? Richtig! Bereit? Hier ist unsere nächste Frage. Wie viele aufgezeichnete Nachrichten wurden mit der Limited Edition von Talk to Me Reggie geliefert? Falsch. Haha, kleiner Scherz. Absolut spitze. Gut gemacht. Okay, Superfans. Die nächste Frage ist, vor wie vielen Raptoren ist Trevor angeblich während der Belagerung von Pangea geflohen? Der Sieg bei Dinos in Zahlen. Und als Preis gibt es... Oh, was ist das? Eine Sonderübertragung von der anderen Seite des Portals. Tja, das war's dann wohl. Vielen Dank fürs Spielen. Craig D. Young verabschiedet sich. Du hast es geschafft. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich musste dir das hier senden. Ich mag eine portalhüpfende, unverbesserliche Dinosaurierjägerin sein.
Aber du bist der Meister des Multiversums. Du hast all diese prähistorischen Raubtiere aufgespürt. Ah, Mist. Trevor hat sich wieder mit Queen Rex angelegt. Ich muss zurück zur Jagd.